ist 6 in der Früh und es ist Zeit zum Tanken. Die Nacht war verdammt lang, aber auch ziemlich schön. Wir haben Party gemacht, bis zugesperrt haben. Wir haben gesoffen, viel mehr als wir vertrauen. Jetzt muss ich schnell heim, bevor die Sonne aufgeht. Nicht, dass ich daheim den Brief, der gerade aufsteht. Ich geh durch eine Seitenstraße, kein Mensch ist in Sicht. Es ist ja besser so, weil ich bin nur ganz schön dicht. Aber auf einmal, hey, was hinter mir? Eine super coole Sportbrille von Eibe. Ein Haulings mit schnittiges Frauenlaufleibe. Ein Atmungsaktiv für funktionelle Hosen. Ein rotes Gesicht, weil es fast nicht erblasen. Da kommt ein ganzes Rudel von der Sorten daher. Die stecken hörst schon gelacht wie eine Maschine quer. Dein eigenes Wort verstehst kaum, als du da tratschen. Es sind die Nordic-Talkerinnen, die da daherhatschen. Ich schrei in Deckung, lauf weg, gar nicht schauen. Weil wenn ich da drunter komm, bei 90 Kilo pro Frau, bin ich flach wie ein Blatt und Papier. Nordic-Walking ist gefährlich, das sag ich dir. Knapp dem Tode dran, dann geh ich weiter heim. Es herrscht immer noch Gefahr, ich spitz meine Ohren. Aber Nachzügler grenzen immer nur mein Weg. Und ich steig ein in der Latsche, ich bin voll mit Dreck. Die Gefahrenzone verlassen, beruhigt sie mein Herzschlag. Ich sieg mein Leben mit anderen Augen seit diesem denkwürdigen Tag. Aber die Geschichte ist noch nicht gar, ich lieg noch nicht im Bett. Ich geh abgekürzelt bald, das schaut sicher nicht. Aber auf einmal, hey, was hinter mir? Eine super coole Sportbrille vom Eibe. Ein Haulings mit schnittiges Frauenlaufleibe. Ein Anzugsaktiv für funktionelle Hosen. Ein rotes Gesicht, weil sie es fast nicht erblasen. Da kommt ein ganzes Rudel von der Sorten daher. Die Stecken hörst du gelochen wie eine Maschine quer. Dein eigenes Wort verstehst kaum, was du da tratschen. Das sind die Nordic-Talkerinnen, die da daherhatschen. Ich schrei in Deckung und lauf weg, gar nicht schauen. Weil wenn ich da drunter komm, bei 90 Kilo pro Frau, bin ich flach wie ein Blatt Papier. Nordic Walking ist gefährlich, das sag ich dir. Ich lieg regungslos am Boden, mein Körper ist verblutet. Mein Leben läuft vor mir ab, mir geht's nimmer gut. Der Stock hat zertreten, von Stecker und Schmuck. Kein Leben ist mehr in mir, ich find's meine letzte Ruhe. Zwei Tage haben's gebraucht, bis meine Leichen gefunden. Seitdem schau ich euch zu, was ist dort da getrunken. Ich war das erste Opfer, der in einem Extremsportort. Nordic Walking ist nur ein anderes Wort für Mord. Und ich sieg's immer nur vor mir. Eine super coole Sportbrille vom Eibe. Ein Haulings mit schnittiges Frauenlaufleibe. Ein Atmungsaktiv und funktionelle Hosen. Ein rotes Gesicht, weil sie's fast nicht erblasen. Da kommt ein ganzes Rudel von der Sorten daher. Die Stecken hörst du gerochen wie eine Maschine quer. Dein eigenes Wort verstehst kaum, als sie da tratschen. Das sind die Nordic-Talkerinnen, die da daherhatschen. Ich schrei in den Ding und lauf weg, gar nicht schauen. Weil wenn ich da drunter komm, bei 90 Kilo pro Frau, bin ich flach wie ein Blatt Papier. Nordic Walking ist gefährlich, das sag ich dir. Ja, das ist okay. Ich bin nicht so blau vorgegangen.